Die Höhle. Genauso wie im Puppentheater. Das ist eine Bärenhöhle. Oh, oh nein. Komm, geh vor. Türe. Snorre. Nein. Mami erlaubt es mir nicht. Ach, jetzt komm schon, Urobe. Nein. Faxe? Ihr seid Feiglinge. Kein Bär hält mich davon ab, diesen Schatz zu holen. Dass man immer alles selber machen muss. Muss ich? Mi. Ulma! Piraten! Sie kommen und wollen unser Gold stehlen! Wir sind verloren! Nein, sind wir nicht! Ich habe einen Plan! Das Nebelhorn? Beim alten Stachelrochen! Der Sänger und der Knirps blasen Alarm! Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit! Vicky und Ulme sind in Gefahr. Wir müssen sofort zurück zum Schiff. Was? Was ist los? Hinter dir! Was denn? Bär! Ein Bär? Ja. Wir müssen uns beeilen, bevor die Piraten hier sind. Und du bist sicher, das klappt? Die Vorstellung kann beginnen. Erst fesseln wir den Sänger und werfen den Knirps über Bord. Und dann segeln wir mit dem Gold davon. Landratten. Macht euch bereit für einen Besuch von Olaf und seinen Piraten. Nur Mut, Ulme. Oh, Mert, mein Liebling. Ich komme. Hier vor. Ich bin ja immer noch hier. Betrüger! Finde dieses falsche Kind! Blasius! Blasius! Zu den Waffen! Wir werden von den Wikingern angegriffen! Jetzt mach doch irgendwas! Blasius! Angriff! Mein Sohn! Mein lieber Papa! Meine geliebte Leier! Wo ist dieses Monster? Es gibt kein Monster, Paps, aber wir müssen von hier weg! Auf zum Schiff! Yeah! Blasius! Ich hab die Schnauze voll von dieser Ziege. Hey, jetzt reicht unser Proviant bis zurück nach Flake. Es gibt da nur ein kleines Problem. Es weht kein Wind. Na dann, eure Mächtigkeit. Ihr wolltet doch dem Gott der Lüfte einen kleinen Besuch abstatten. Nein, Blasius, untersteh dich! Was ist denn mit euch allen los? Ich will hier runter! Hey, Njörd! Hier kommt dein Liebchen! Wir segeln nach Hause! Wir segeln nach Hause! Wir fahren los, wir rudern und Blasius!
Zeit. Es ist keine Möwe zu sehen, Papst. Vielleicht riechst du noch nicht genug nach Fisch. Oh, seht doch die Möwe! Alba! Ich hab mein Hemd gewaschen, aber jetzt riecht es noch viel mehr nach Fisch. Verschwinde, Gorm! Die Möwe will gerade auf mir landen! Gorms Hemd, Paps, zieh es an! Oh, her damit! Hierher, kleiner Piepmatz! Komm zu Papa, ja! Komm her und setz dich! Oh nein, Hilfe! Och nee! Warte, kleiner Piepmatz, jetzt warte doch auf mich! Jetzt pass mir doch nicht so schwer! Also, das ist leider ein Betrugsversuch, Halvar. So kann es nicht weitergehen. Zu guter Letzt wird Gorm noch wirklich unser Anführer. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe eine gute Idee, wie wir Halvar helfen können. Willst du bitte in das Fass steigen? Was machst du denn da, Fackle? Das ist ein strengstens geheimer Überfall. Du solltest dir Gorm schnappen und in das Fass stopfen. Nur so kann Halvar unser Anführer bleiben, Gorm. Diese Seemöwe darf dich nicht finden. Ihr habt recht. Bringt mich so weit weg von unserem Dorf, wie ihr könnt. Wow! Oh. Ei! Vicky, was ist denn los, Elvi? Du musst sofort mitkommen. Gaby und seine Freunde sind auf dem Drachenboot. Damit handelt er sich einen Haufen Ärger ein. Irgendwas stimmt da nicht. Arvid, du sitzt im Krähennest. Gunnar, du gehst an die Ruder. Karl übernimmt das Steuer. Ach, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich da ganz hochklettere. Wo sind denn die Ruder? Ich will nicht ans Steuer. Ich will etwas anderes machen. Ihr seid ein Haufen Flaschen, nichts weiter. Komm, Gilby. Runter vom Boot. Das gibt doch nur Ärger. Denn sonst erzählen wir's Onkel Halvar. Sonst erzählen wir's Onkel Halvar. Anker lichten! Nein, nicht! Tapfere Piraten, zeigen wir's diesen Wikingern! Hurra! Hier sind die Piraten! Die gefangen. Oh ja! Hört auf damit! Komm schon, Gilby, ich sag's auch nicht meinem Vater. Sein Vater lässt mich sowieso nie mitfahren. Also habe ich beschlossen, ohne ihn zu fahren. So kann ich ihm wenigstens zeigen, was für ein guter Wikinger ich sein kann. Hör mal, Gilby, das ist mein Ernst. Wirf sofort wieder den Anker. Du bist ein toller Gefangener, Vicky. So richtig echt. Hisst die Segel, Männer! Juhu! Ja! Kahol! Kahol! Ilva, hast du meinen Karl gesehen? Nein. Ilvi ist verschwunden. Gunnar auch. Er war mit Arvid zusammen. Sie sind bestimmt mit Vicky und Ilvi zusammen am Strand. Großartig, Captain zu sein. Man kann machen, was man will. Nur, dass du eigentlich das Boot steuern müsstest. Glaubst du, ich weiß nicht, wie man segelt? Auf eure Posten!
Was? Spielen wir denn nicht mehr weiter? Wieso denn? Das Ding segelt doch ganz von alleine, oder? Ich bin so müde! Auf eure Posten, hab ich gesagt! Und ob ich ein Boot steuern kann, Mister Neunmal Klug!